Hier kann man ja theoretisch alles als so rein logisch. Müsste ich hier eigentlich. Moment, das muss man mal hier. So. Rein logisch betrachtet müsste hier alles abbaubar sein. Ja, genau so. Auch das weg und da fehlt mal hier noch. So, da weg damit. Alles klar, und auch das da weg. So, das durfte ja bis runter eigentlich abbaubar sein. Fackeln mal ganz kurz hier hin, so. So, hier eine Fackel aufsammeln. Hier ein bisschen Sand aufsammeln. Weil hier kommt ja dann eh die Hecke hin. Nein, fuck. Da habe ich wieder fast out. Na komm, auf nach oben. Okay, gut, haben wir ein bisschen Sand jetzt aufgesammelt wieder. Hier können wir eine Fackel hinmachen. Okay, wo wollte ich denn jetzt hinhaben? Das ist die bessere Frage. Aus irgendeinem Grund wollte ich Sand haben. Also einmal wollte ich mir noch eins davon machen. So. Ne, sogar zwei brauche ich, okay. Aber was nun? Erde brauche ich auch noch. Erde, 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 Erde. Irgendwo Erde. Außer natürlich jetzt für die Treppe. Hier habe ich Erde. Die Kohle. Die Kuh steckt da unten irgendwo drinnen. Tja, keine Ahnung. Dann gehe ich mal wieder nach oben. La la da jamba jibai. Baum chicken wow da. Ziba jumba jibai. Jam jam jam. Habe ich eigentlich noch Seerosenblätter in der Kiste? So. Nehme ich die nämlich mit. In unser Häuschen. Ah, das habe ich gar nicht bedacht jetzt. Dass ja jetzt da das Wasser fehlt. Das heißt, da muss Erde hin.
Aber hier nicht. La la. La 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 la. Hier machst du jetzt so ein schönes Wasserparadies. Alter, man könnte hier so geile Bilder einfach schießen. So. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen davon hier. Komm her. Oh, 8 Stück. Oh, 8 Stück haben wir bekommen. Na klasse. So. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir uns mal ein bisschen um die restliche Wolle kümmern, die wir brauchen fürs Bett. Können wir dann vielleicht hier so lange irgendwas hinbasteln? Nicht wirklich, gell? Sieht eher das ein bisschen dürftig aus. La, la. Cool, ich stehe auf dem Baum. Da haben wir uns aber echt ordentlich was hingezimmert. Ich freue mich ja gerade. Hui! Hier haben wir noch Eisen. Das packe ich mal da rein. Kakteen. Immer noch keine Viecher. Aua. Was ist denn los jetzt? Den ist wohl langweilig, oder was? Ah, das ist auf jeden Fall schon mal eine Spinne, das ist sehr gut. Na, wo ist er? Wow. Okay. Ja, komm her. Wir machen das mal so. Hihi. Danke für Ihre Mitarbeit. So. Wo muss ich nur zu helfen wissen? Die wollen nämlich mit. So. Daraus machen wir uns jetzt eine Wolle und wir sollten theoretisch 3 haben, oder? Tada! Wir können uns ein Bett bauen. Okay, probieren wir es gleich mal aus. Gute Nacht
Oh, was für Erfolge wir alles hier freigeschalten haben. So. Hier liegen noch Erfahrungspuppe. Ja, das sind wir auch in unserer Lage. Nacht und Tag zu beherrschen, indem wir schlafen gehen. Was will man denn mehr? Und jetzt werde ich das Haus fertig bauen, meine Freunde. Das Haus. Oh. Huch. So, kommen wir mal da alles. So. Okay, so. Erst was essen. Die letzte Suppe. Knochen haben wir keine bekommen, weil wir kein Skelett gekillt haben. Hier gibt's auch nichts. Ich glaube, das ist noch nicht fertig. Huch. Dann werde ich mich jetzt hier mit Brot begnügen. Und dann werden wir irgendwann später bald mal wieder... Boah, 7 Brot ist auch okay. Dann werden wir bald mal wieder die Pilze wachsen lassen müssen bei mit dem nächsten Zeug, was wir bekommen. So, dann wollen wir mal. Hopp, hopp, hopp. Das sollte jetzt aber reichen, ey. Wenn das nicht reicht, das wäre übelst dämlich. Autsch, das wollte ich nicht. Also, dann immer nicht gestorben, finde ich gut. Gut, wir haben es natürlich auch recht intelligent gemacht und haben nicht sofort irgendwelche Zombies angeschleppt und uns mit denen angelegt, was uns wahrscheinlich umgebracht hätte. Das war vielleicht ganz klug. So, es reicht wirklich nicht an Holz. Schade, schade, schade. Einige werden sich jetzt sagen, wirst du es reicht und bist du gleich fertig? Nein, bin ich nicht, weil ich muss ja auch noch die Außendinger fertig machen. Moment, erstmal mache ich hier. So. Ja, das war klar. So, hier. Huch. Achso. Ja, klar. Das war jetzt logisch. Ich dachte jetzt gerade, da ist irgendwas auf dem Vieh drauf. Und ich wollte schon losschlagen. Wild um mich schlagen, um mein Leben rennen und so, aber... So. Na dann haben wir das. So, super. Oh. Das wollte ich nicht. Der ist dann verloren, für immer und ewig. Gott sei seiner Seele gnädig. Und dann hier drüben der ganze Spaß nochmal. So, hopp. 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 Das waren so, so sahen die ersten Häuser so wirklich aus, die ich jemals gebaut hatte bei Minecraft. Huch. Mit dem Dachformat und so. Also nicht, nee, nicht das Ganze erst. Das Ganze erst war wirklich nur so ein Holzblock. Aber wenn das erste Mal angefangen hast, so ein Dach zu bauen, wo du dir dachtest, das soll ein bisschen cooler aussehen, dann war das wirklich so das erste Format, was ich hatte. Aua. So ein ganz normales Holzhaus, wie es halt aussieht, und dann einfach so. Da ist wieder diese komische Störung im Player. Ich glaube, das ist an der Stelle einfach so. Hatte ich unten schon alles fertig? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also hier schon und hier. Aua, hat mich echt noch erwischt. Ja, klasse.
Zwei Stück fehlen mir. Kann nicht sein. Tada. Super. Haus fertig. Was will man mehr? Ich hab doch noch... Genau. So, man sollte ja immer so ein bisschen was für die Schönheit auch mitmachen, ne? Stellen wir uns hier eine Bank hin. Fertig. Und das kann alles hier rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein, dann kann... Was ist das hier eigentlich? Tintenbeutel, ach so, okay. Okay. Wie sieht's hier aus? Hier passiert nichts. Das ist, glaube ich, genau, das ist fertig. Wie machst du denn das mit dem Kartoffelfeld? Ich könnte theoretisch einfach hier... Ich könnte es eigentlich theoretisch einfach so ein bisschen am Rand hier machen, so. Dass man hier vorbeiläuft, das hier so am Rand wegnehmen kann. Muss ja nicht immer von allem immer mega viel da sein. Ich habe auch gerade Erde, sehe ich. Das ist sehr gut. Dann fliege ich nicht jedes Mal auf die Fresse. Hier kann man ein bisschen vor, dann kann man das so ziehen. Hier ist ja eh Wasser, das heißt, das Wasser hält das eh auf. Hier ist unten drunter Wasser, so theoretisch sollte das auch gehen. Ja. Und hier ist halt so ein bisschen so, hey, cool. Oder auch nicht. So, da. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen Erde. Irgendwo muss ich noch ein bisschen Erde herkriegen. Ich meine, es kann doch nicht das Problem sein, es irgendwo noch Erde herzukriegen, oder? Nanu? Wo bist du denn her? Kuh, du stehst im Weg. Ich glaube, das merkst du, oder? Ich meine, irgendwo zwischen diesen 5 Tonnen Stein muss da auch mal Erde vorkommen, oder ist das wirklich so gemacht, dass hier nur Stein ist? Das wäre nämlich mega doof. Beruhige dich doch bitte, Spiel. So. Wow. Schon wieder mit einem Schlag Wasser. Ist das hier nur so ein Ding, oder? Ja, keine Ahnung, hier ist wieder irgendwie nur so ein Ding gewesen. Und dann war wieder nichts. Keine Ahnung, was der Typ hier gemacht hat. Kann natürlich auch sein, dass es die ersten Ausläufer sind von... Oh. Na gut, dann halt mit der Faust, ne? Okay, super. Ich brauche wieder einen Sommerskin. Ich habe meinen Winterskin noch drin. Vielleicht lasse ich den aber einfach so. Ich finde das cool mit dem Halstuch. Obwohl ich persönlich in der Realität ja gar kein Halstuch trage.
Vielleicht sollte ich mir einen Skin in Kochklamotten machen. Das wäre vielleicht auch was Cooles. Ich meine, ich bin ja von Beruf Koch. Das könnte so mein Markenzeichen werden. So, erstmal wieder hoch hier. Ich finde hier nirgendwo Erde. Das ist echt bitter. Oh, ist ganz einfach und simpel. Weil... Oh, ach egal. Da unten ist ja noch Gras. So, jetzt habe ich ein bisschen Erde gesammelt. 8 Stück, das sollte eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. Da, 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 reichen. Reichen, reichen, reichen. Jumpty-doo, jumpty-day. Super. Hier ist nichts. Machen wir auch mal zu. Gehen wir hier noch mal raus. Hoffen, dass irgendetwas spawnt. Das hier würde ich direkt so lassen eigentlich. Zum Abschießen des Viehzeugs. Spawn das auch, wenn ich hierher gehe. Spawn endlich. Ich meine, die können doch sonst nirgendwo spawnen. Die müssen hier spawnen. Und das ist wirklich so hell hier. Gucken wir das mal aus, aber ich glaube, das geht da hinten los. Ich meine, wo sollen die sonst spawnen? Wo? Wo sollen sie denn spawnen? Genau, da. Theoretisch gesehen könnte ich mir hier so eine Art kleines Baumhaus reinbauen. Von wo aus man alles abschießen könnte. Rein theoretisch. So. Autsch, das tat weh. Das spawnt aber echt nichts. Dann gehe ich halt schlafen. Ja, da hat es noch zwei, eine Zombie und eine Spinne hin verschlagen, aber ansonsten war ich hier jetzt auch nichts mehr. Sicherheitshalber stelle ich hier wieder ein paar Fackeln auf. Es sei natürlich für größere die Fläche, in denen diese Viecher spawnen können. Das ging ja auch. Na gut, okay, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit diesem... Ich muss es einfach mal tun. Ich muss einfach mal in LAN öffnen. LAN wird starten. Game Mode 1. Ich muss es mir einfach mal anschauen. Also das haben wir jetzt gebaut, ich weiß nicht, in ein paar Stunden. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig edel aus. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir hier noch bauen sollen dazu, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und vielleicht habe ich es doch als viertes Let's Play veröffentlicht, weil das ist ja... Vielleicht will ich mir jetzt sowieso mal anschauen, was das ist, wie diesen komischen Seerosen sein soll. Okay.
Keine Ahnung, das sind noch gar nicht mehr so viele. Hat also doch keinen tieferen Sinn, wie ich vorerst gedacht hatte. Na gut, okay, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Moment, erstmal den Game-Modus zurücksetzen. So. Tschüss.